So, dann springen wir mal weiter. Ne, wir springen nicht weiter. Wir schicken erstmal unsere Heuschrecke in die Krankenstation. Denn sie hat ein bisschen Schaden bekommen. Da ist ja auch eine Rakete mitten in der Triebwerksgondel explodiert. Das tut bestimmt weh. So, jetzt aber zurück. Und Sprung. Und endlich zum Geschäft. Gucken wir mal, was die so im Angebot haben. Sie haben ein Tarnsystem, was wir uns nicht leisten können. Sie haben einen Teleporter, damit könnten wir den Gegner angreifen. Und Drone Control. Nö. Und sie haben jede Menge Außerirdische. Ein Zoltan, den hatte ich bisher, glaube ich, noch gar nicht. Oh. Hätte eine schöne Fähigkeit. Der Zoltan sorgt dafür, dass das System, das er gerade versorgt, extra Strom bekommt. Den hole ich mir mal. Haben wir noch 23 Schrott und dafür reparieren wir uns. Schiff. Crew. Sultan. Okay. Das heißt, wir sollten jetzt einen von unseren Leuten hier ersetzen, damit er den Strom dahin bringt. Das heißt, wir schicken mal unseren Mantis da raus. Der ist eh ein Nahkämpfer eigentlich. Hast du schon viele Erfahrungspunkte gemacht? Vier, es ist okay. Du läufst jetzt mal dahin. Wir nehmen mal zwei Energie von unseren Antrieben raus und gucken, ob da jetzt wirklich ein Punkt reinkommt, wenn er dahin steht. Sich dahin stellt. Und ja, bekommt er. Sehr cool. Das heißt, wir haben gerade einen Energiepunkt gespart. Solange er drin stehen bleibt. Sobald er mal rausläuft wegen Feuer oder sonst was, wird natürlich auch gleich das System deaktiviert, was ein bisschen unpraktisch ist, aber Na gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt, herzukommen. Und wir haben einen Außerirdischen mehr. Wir haben jetzt schon eins, zwei und wenn man die Menschen mitzählt, drei verschiedene Lebensformen an Bord. Ist ein guter Anfang. Sprung und wir gehen mal da unten hin. Ha, wir entdecken einen Rebel Scout, der aber versucht, außerhalb der Radarreichweite zu bleiben. Ah ne, wir sind außerhalb deren Radarreichweite. Wir könnten jetzt also entweder da bleiben, wo wir sind und werden nicht entdeckt, oder wir können angreifen. Aber wir haben gerade repariert, also greifen wir an. Oh, da wir keine ordentlichen Sensoren haben, fliehen die Rebellen. Schade. Können wir also auch nur weiter. Das ist ärgerlich. Na gut, dahin. Und ein Piratenschiff. Es scheint nicht campen zu wollen, ist also wahrscheinlich ein Schmuggler. Der wird sofort angegriffen und er hat ein grünes Schild. Das ist nicht so toll. Das heißt, wir schießen wieder mal einfach irgendwo hin. Die ersten zwei Salven werden eh nicht durchs Schild durchkommen. Und er hat einen Burst Laser, nee, einen Heavy Laser wie wir und eine Ionenkanone. Die Ionenkanone verursacht aber fast keinen Schaden, also dürften wir einigermaßen klarkommen. So, Schild ist weg. Da werde ich jetzt aber keine Rakete benutzen, weil er kommt durch unsere Schilde nicht ordentlich durch in der Zeit. Und wir müssten jetzt eh gleich die Waffensysteme ausschalten. Richtig. Jedenfalls zur Hälfte. Und es ist anscheinend ein Heavy Laser. Diese grüne Wolke, die gerade vorbeigeflogen ist. So sieht der Heavy Laser aus. Wir könnten bekommen 8 Raketen, eine Drohne und 15 Scrap. Die 8 Raketen klingen nicht schlecht, auch wenn ich ja eigentlich auf Laser umschalten will. Aber ich glaube, ich gehe das Risiko lieber ein, weniger zu bekommen und dafür eventuell eine Waffe. Also greifen wir weiter an. Denn ich denke, es wird jedes Mal neu gewürfelt, in Anführungszeichen, im Hintergrund, was man denn von denen bekommt. Und ich will eigentlich ganz gerne einen neuen Burst Laser haben. Es muss doch gar nicht mal eine Stufe 2 sein, wie unser jetziger. Kann auch die Stufe 1 sein. Aber irgendein Laser, der nicht ganz so viele Ressourcen frisst wie der da. So, 3 Antrieb, 2 Raketen und 15 Scrap. Also weniger Raketen, mehr Scrap, mehr Treibstoff, glaube ich. Na gut. Springen. Wir springen dahin. Und es ist beunruhigend leise. Aber nichts passiert. Dann springen wir doch gleich mal weiter. Springen jetzt da unten hin und danach dahin.
Es ist nichts hier, außer die riesigen Gasreflektionen, die Licht von der Sonne reflektieren. Okay, weiterspringen. Dahin. Ein fortschrittliches automatisiertes Rebellenschiff wurde hier stationiert in der Nähe von einer Rebellenstation. Also er wurde in der Nähe von einer Station stationiert. Aber wir können nicht sagen, was drinnen ist. Okay. Bringen wir erstmal das Schiff um und gucken dann. Wir schießen auf die Waffensysteme und wir schießen eine Rakete auf die Schildsysteme. Ob wir uns die Rakete eigentlich sparen könnten, weil ich denke mal nicht, dass die durch unsere Schilde durchkommen. Nö. So. Das war's mit den Waffen, das ist mit den Schilden. Schieß mal auf den Antrieb, nur für den Fall, dass sie fliehen wollen. Auch wenn ich denke, dass sie eh die Station bewachen wollen. So. Antrieb ist auch defekt. Sehr schön. Den kriegen wir jetzt hoffentlich einmal Beute von dem hier und danach nochmal Beute von der Station, die wir plündern können. 32 Scrap. Die Station hat... Die Station ist ein Lagerraum für verschiedene Ressourcen. Wir schnappen uns, was wir können. 4 Raketen, eine Drohne, 18 Scrap. Sehr schön. 70 Scrap haben wir inzwischen. Ich würde ja gerne den Laser benutzen. Aber dafür bräuchten wir... zweimal hier eine Aufstufung, was 85 Punkte kosten würde, und dann noch zweimal Energie. Müssen wir also noch eine Weile sparen. Na gut, Sprung. Die Rebellen kommen immer näher. Wir könnten direkt zum Ausgang springen oder erstmal dahin und dann von da aus eventuell noch dahin. Der Haken ist, man kann immer auf sicher gehen. Aber wenn man auch immer auf sicher geht, hat man eventuell am Ende dann nicht genug Ressourcen, um weiterzukommen. Und jeder Sprung bringt uns eigentlich Ressourcen, selbst wenn es schlecht läuft. Also springen wir da hinten hin. Wir entdecken ein Mantis-Forschungsraumschiff. Die darauf bedacht sind, möglichst schnell nach Hause zu kommen. Sie sind so sehr darauf bedacht, dass sie nicht mal gucken, ob wir feindselig sind, bevor sie anfangen zu schießen. Okay. Dann schießen wir halt zurück. Eine Rakete dahin, einmal Burst Laser dahin. Mantis sind halt die da. Diese Heuschrecken-ähnlichen Typen. Die sind nicht sehr freundlich. Also, außer unser Johnson hier. Und das Waffensystem ist beschädigt. Ja, schieß mal. Wir haben 11 Raketen. Ja komm, schieß nochmal aufs Waffensystem mit der Rakete. Aktiviere die Laser und er ist eh schon kaputt. 22 Scrap, 2 Treibstoff, 1 Drohne. Na, und schon haben wir 92. So, jetzt können wir aber zurück zum Ausgang. Und wir können gleich weiterspringen. Kein Zwischenfall, sehr schön. Nächster Sektor. Wir können in einen Nebel oder in einen Nebel. Ich gehe mal oben rum, einfach nur, weil es undirekter aussieht. Die Gase in diesem Nebel beschränken unsere Systeme. Aber wir müssen weiter. So, Ausgang ist wieder schön weit oben rechts. Das heißt, wir haben jede Menge Platz zum Erforschen. Ich gehe mal hier... Ich gehe lieber oben rum. Da sind mehr Sprungpunkte. Also erstmal dahin. Es ist nichts hier, außer den Gaswolken, die Sonnenstrahlen reflektieren. Okay, weiter, dahin. Ha. Während wir quasi blind durch den Nebel fliegen, stupsen wir beinahe fast gegen die Hülle des Mantis-Ship. Sie rufen uns. Pa, diese Transgression wird nicht übersehen werden. Ah ne, diese Transgression wird übersehen werden. Nebulas sind sehr gefährlich. Nächstes Mal werdet ihr alle sterben. Ja, es wird kein nächstes Mal geben. Feuer öffnen. Denn es ist wieder eine Chance, an Scrap ranzukommen. Und sie sind ja eh nicht gerade freundlich gewesen. Das passt schon. So,
So, Schilde sind kaputt. Jedenfalls ansatzweise. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber die Kämpfe werden noch interessanter. Wer hätte ich doch nicht auf einfach anfangen sollen. Auf normal wären wir zwar schon 3-4 Mal gestorben, aber es ist alles ein wenig taktischer. Oh, wir haben 2 Raketen bekommen, eine Drohne, 3 Scrap und ein Anti-Ship-Beam-Drohne Stufe 1. Können wir aber leider noch nicht installieren. Aber ich kann euch mal zeigen, wie das so aussieht. Also das Ding braucht 2 Energie und fliegt dann zum gegnerischen Schiff und schießt immer wieder mit einem kleinen Laser auf das Schiff. Was ganz praktisch ist, es gibt mir so eine Art Pattsituation, dass wir deren Schild nicht klein kriegen und die unser Schild nicht. Und da sind solche Drohnen ganz schick. Jetzt könnten wir es entweder behalten oder später verkaufen, wenn wir das Scrap brauchen. Wir könnten jetzt das Waffensystem aufstufen. Das mache ich, glaube ich, mal. 1, 2. Einmal Energie. Artemis deaktivieren. Wir haben 3 Energie. Und, der Höhlenlaser ist aktiviert. Sehr schön. Den schieben wir doch mal nach vorne. So. Wenn beide schön nebeneinander sind. Und bei dem Höhlenlaser muss ich nur daran denken, dass ich damit primär auf Räume schießen sollte, wo keine Systeme drin sind. Sprung dahin. Jetzt würde ich die echt gerne mal ausprobieren. Gib mir einen Gegner. Ja, sehr schön. Ein Rebellenschiff, das uns noch nicht entdeckt hat. Wir schießen drauf. Es kann fliehen, weil wir keine ausgeprägten Sensoren haben. Das sollten wir vielleicht bei Zeiten auch mal angehen. Na gut, wir gehen dahin. Komm schon, gib mir ein Schiff. Ja. Ein Mantis-Schiff. Verloren im Sturm. Schickt uns eine Nachricht. Sensoren sind aus. Wir haben keine Telemetrie. Wir werden deine nehmen. Yeah. Und sie greifen uns an. Sehr schön. Die wollen uns also zerstören, um unsere Sensordaten zu bekommen. Das ist auch sehr nett. Aber gut, unser Burst-Laser schaltet deren Schilder aus. Unser Höhlenlaser könnte irgendwo auf einen dieser Räume hier schießen. Würde mehr Schaden an der Hülle verursachen, aber ich glaube, ich schalte lieber erstmal deren Waffen aus. Jo. Macht immer noch genauso viel Schaden wie der Burst-Laser, also ist das schon okay. Burst-Laser auf die Schilde. Boah, es geht gut runter. Und genau deswegen mag ich 2 Laser zu haben, statt einem Laser und einer Rakete. Denn die gegnerischen Schilde kriegt man meistens eh down. Und man verbraucht keine Raketen. So, ein Treibstoff, eine Drohne, 38 Scrap. Und Sprung. Wir könnten dahin zurückgehen. Und dann eventuell da unten rum. Aber ich glaube, ich gehe lieber hierhin, dahin und dann weiter. Während ihr wartet, dass der FTL-Drive wieder Energie bekommt, erwarten wir fast einen Angriff. Aber es kommt keiner. Sprung. Dahin. Oh, ein Ionensturm. Wir haben fast keine Energie mehr. Aber... Okay. Also unsere Crew hat für uns entschieden, wir brauchen keine Schilde, wir brauchen keine Krankenstationen, dafür sind beide Waffen aktiv. Das ist doch sehr gut. Also wir können ihn jetzt in Ruhe lassen, wie das letzte Mal auch. Aber ich halte nicht viel von in Ruhe lassen, jedenfalls nicht auf easy. Also greifen wir das Ding an. Und zwar mit allem auf die Waffen. Man sieht hier unten auch schon, dass 1 und 2 bereits auf dieses Ziel schießen. Das ist eine recht gute Übersicht. Au. Au. So, du kannst mal raus da und guck mal, ob da ein Feuer ist. Jo. Deren Waffen sind kaputt. Sehr schön. Dann schießen wir einfach mal... Ne, der Burst Laser schießt... Zu spät. Nächstes Mal schießt der Burst Laser auf die Schilde und... Oh mein Gott. Du in die Krankenstation. Sie wollen sich ergeben. 6 Treibstoff, 19 Scrap. Nö. Also du in die Krankenstation, du löscht das Feuer da. Hier drin ist auch noch Feuer. Das löschen wir, indem wir die Türen da aufmachen. Und der Rest... Wo kommst du hin? Vivimord. Wann haben wir dich denn aufgegabelt? Vivimord, helf mal damit. So. Schiff ist zerstört, sehr schön. Du gehst in die Krankenstation. Und 36 Scrap. Das ist doch gleich wesentlich besser als deren komisches Angebot da. So, wir schalten mal Waffen aus. Krankenstation an.
damit die beiden geheilt werden können. Wir können das auch noch ein bisschen vertragen. Und dann machen wir die Türen mal zu und gucken, ob da drin alles okay ist. Jo. Also, Hutz gehört zu den Waffen. Du gehörst einfach hier hin und Remo gehört zu den Schilden. Und Vivi Mord. Oh, Vivi. Der aus Final Fantasy. Ist aber nicht sehr nett von dir. Aber gut, der gehört dann einfach mit zu der Kampftruppe. Also unser Security-Team. Na gut, speichern wir kurz ab. Wollte ich gerade sagen. Machen wir einfach einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder.